Hallo, mein Name ist Jeanette Jung. Ich bin Krankenschwester in der Onkologie und betreue krebskranke Frauen. Für mich als Vorteil von der App Thea ist im Gegensatz zu dem Therapiebegleiter, dass sie immer auf dem aktuellsten Stand sein wird und dass wir die neuesten Informationen zu den neuesten Studien einfach auch immer die aktuellsten Informationen bieten können. Der Einsatz dieser App für meine Patientinnen bedeutet für mich und für unser Team eine Erleichterung, ein Konzentrieren auf die wichtigen Dinge, eine qualitative Arbeit in der Therapiebegleitung für krebserkrankte Frauen und dahingehend, dass die Frau auch eine gewisse Art und Weise von Know-how mitbringt, Informationsquellen besitzt und spezifisch auf ihre Situation Fragen stellen kann. Denn die große Situation überwältigt einen sehr am Anfang und für mich als Therapiebegleiterin ist es eine unglaubliche Hilfe, wenn die Frauen genau wissen, was sie für Fragen haben, wenn sie genau herausfinden möchten oder genau sehen, wohin geht es und in welche Richtung wird die Therapie sie bringen. Und damit kann ich sie viel besser auf emotionaler Ebene abholen und unterstützen. Vor allen Dingen auch die Ärzte können viel besser auf spezifische Fragen antworten. Und den Frauen wird dadurch auch eine Last genommen, um erstmal zu filtern, was wichtig für sie in welcher Situation ist. Der Vorteil der App ist der, dass wir uns immer auf dem neuesten Stand der Dinge befinden. Die Informationen wissenschaftlich fundiert und durch gute Quellen eingearbeitet werden. Damit können wir es schaffen, dass die Internetflut in Suchmaschinen die Frauen nicht überwältigt. Für mich verbindet die App die medizinische, soziale und emotionale Komponente in der Therapie. Und ich würde mir wünschen, dass Sie diese als Chance sehen und auch nutzen.